Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier zum JFD-Devisenradar-Webinar heute am 11.04.2018. Mein Name ist Markus Klebe und ich bin heute wieder an der Stelle von Chris Kämmerer hier on air und darf mit euch eine knappe Stunde auf die Devisenmärkte schauen. Wir werden uns unter anderem den US-Dollar, japanischen Yen anschauen, den US-Dollar, kanadischen Dollar, den kanadischen Dollar, japanischen Yen, den Euro, Schweizer Franken, Gold und natürlich unsere Lieblinge, Euro und britischen Pfund. Hallo Ottmar, ich grüße dich. Also herzlich willkommen. Super, ohne dass ich frage, kommt schon das Feedback, dass das der Bild, das, 1, 2, 3, dass das Bild und der Ton super sind. Das freut mich. Ihr seht jetzt oder solltet eigentlich den Risikohinweis sehen. Darauf möchte ich auch am Anfang hinweisen, dass ihr euch diesen bitte durchlest. Bitte darauf achtet, dass all das, was ich hier sage, generell meine Ideen, meine Analysen sind und nicht als Handelsempfehlung missverstanden werden darf. Ihr solltet auf jeden Fall Ideen, die hier vielleicht kundgetan werden, prüfen, schauen, passt das überhaupt zu eurem Trading, kann man das vielleicht für eure Bedürfnisse etwas anpassen, dass ihr prinzipiell definitiv mit Stops arbeitet, dass ihr definitiv euch über eure Positionsgrößen Gedanken macht. All diese Punkte sind ja hier sehr, sehr wichtig fürs Trading, fürs erfolgreiche Trading und natürlich auch liegt es uns am Herzen, dass ihr natürlich unterm Strich dann erfolgreich seid und da gehört eben eine ganze Menge dazu, neben den tollen Einstiegen oder manchmal vermeintlich tollen Einstiegen oder auch eben dann entsprechend den Ausstiegen, muss man natürlich rechts und links noch diverse Sachen mehr beachten. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, dann natürlich gerne auf der Website von jfdbrokers.com. Da kann man noch diverse Fragen oder Antworten auf Fragen dann erhaschen zum Trading über Börse oder eben auch den Kontakt zum Support suchen und so weiter. Also da findet ihr noch diverse Informationen. Und dann wollen wir auch den Risikohinweis schon schließen. Ich möchte anfangen heute mit dem eigentlich US-Dollar-japanischen Yen. Da switchen wir nochmal drüber. Da habe ich heute früh oder heute Vormittag eine Short-Position aufgebaut mit dem Gedanken, dass ich diese Idee gegebenenfalls zu einer Swing-Trading-Idee entwickeln kann. Denn wir wollen ja hier auch etwas mehr über Swing-Trading sprechen, über Ideen. Denn ich sehe kein Bild. Ist denn das Bild generell? Sollte jetzt aber mein Chart zu sehen sein, oder? Jetzt kommt hier gerade, ich sehe kein Bild. Moment, Moment, Moment. Also zu hören bin ich auf jeden Fall scheinbar. Hallo Bild. Ist ein Bild zu sehen? Frage ich jetzt nochmal in die Runde. Ich gucke nochmal selbst. Jetzt sollte das Bild. Ah, jetzt ist das Bild zu sehen. Okay, dann switche ich nochmal ganz kurz zum Risikohinweis, dass ihr da nochmal kurz drauf schaut. Ah, okay. So, jetzt sollte das Bild zu sehen sein. Perfekt. Weil oben schon kam Bild und Ton, super. Okay, alles klar. Also, jetzt ist alles okay. Super, perfekt. Also der Risikohinweis, ich habe es eben in Ton schon gebracht. Hier seht ihr es nochmal als Bild. Ich mache ihn dann wieder zu. Ich denke, ihr wisst, worauf es ankommt, dass ihr im Prinzip generell auf diese ganzen Punkte achtet. Und dann kommen wir jetzt zum Chart, zum US-Dollar, japanischen Yen. Wie gesagt, ich habe hier heute früh eine kleine Short-Position aufgebaut. Ich möchte hier mal den Gedanken dahinter erklären, weil wir wollen ja generell eben hier mehr über Swing-Trading-Ideen sprechen. Ich bin ja eigentlich mehr der Daytrader, also wirklich derjenige, der zum größten Teil am Abend seine Positionen geschlossen hat oder eigentlich ruhiger schläft, wenn ich eben keine großartigen Positionen offen habe, aber natürlich auch des Öfteren auch mal Swing-Trading-Ideen handle, die ich dann natürlich auch über Nacht halten muss, aber mir dann auch dort Gedanken mache, wie groß ist das Risiko, wie groß ist die Gefahr, dass hier vielleicht übers Wochenende oder auch über etwas längere Trading-Pausen, wie wir es ja zum Beispiel jetzt über dieses Osterwochenende hatten, dass hier eben eventuelle Gaps entstehen können. Da muss ich mir natürlich dann auch vorher Gedanken machen, um dann hier entsprechend das Risiko zu kontrollieren. Denn das ist das Einzige, was wir beim Trading im Endeffekt kontrollieren können. Wir können nicht kontrollieren, ob der Trade, den ich jetzt eingehe, hier ein super Gewinner wird oder eben ein Verlierer. Das kann ich nicht kontrollieren. Das weiß ich nicht. Wenn ich in einen Trade reingehe, weiß ich vorher nicht, wie der Trade am Ende ausgeht. Aber ich kann mein Risiko kontrollieren. Und somit ist man eigentlich als Trader mehr Risikomanager als eigentlich Trader. Weil ich kann das Risiko lenken durch die Positionsgröße, natürlich auch durch die Größe der Stops und natürlich durch meine Aggressivität oder eben durchs defensive Handeln, dass ich eben mal mehr Trades hintereinander mache, mal weniger Trades in kürzeren Zeiteinheiten hintereinander. Damit kann ich eben
die Aggressivität lenken und im Endeffekt mein Risiko lenken. Wenn es gut läuft, dann kann man eben gut und gerne Gas geben. Und wenn ich merke, es läuft nicht so, ich komme mit bestimmten Marktbedingungen nicht zurecht oder eben mit bestimmten Situationen, die sich irgendeine Art und Weise beim Trading ergeben, dann gehe ich vom Gas runter, fahre ein bisschen vorsichtiger, kontrolliere somit mein Risiko, fahre mein Risikoprofil sozusagen nach unten. Und wenn alles gut läuft, dann kann man auch gut und gerne mal etwas höheres Risiko fahren. Was ist der Kerngedanke? Wir wollen mal hier erstmal im US-Dollar, japanischen Yen das übergeordnete Bild uns anschauen. Ich nehme wieder mein tolles Zeichenwerkzeug, nehme mir die Pfeile hier und dann schauen wir. Also prinzipiell ist es klar, dass wir hier seit Anfang des Jahres prinzipiell im US-Dollar, japanischen Yen auf der Abwärtsseite unterwegs sind. Immer wieder hatten wir schöne Bewegungen auf der Abwärtsseite, leichte Erholungen, dann wieder nach unten und wir sehen aber, dass hier unten etwas an Schwäche, dass der Markt etwas an Schwäche verloren hat. Hier oben haben wir noch neue Tiefs, relativ schön mit Momentum nach unten ausgebaut, Erholung, wieder neue Tiefs mit Momentum nach unten aufgebaut, wieder Erholung. Dann sehen wir aber, dass hier diese neuen Tiefs gar nicht mehr so stark nach unten ausgebaut worden sind, sondern dass die Erholung relativ zügig vonstatten ging. Dann ging das nochmal nach unten. Auch hier nicht wirklich nennenswert im Verhältnis zu hier oben, dass neue Tiefs ausgebaut worden sind. Das ist dann immer ein Zeichen, dass eben der Markt aktuell nicht ganz so schwach ist, wie er es am Anfang war, dass er so ein bisschen zum Erliegen kommt. Und dann kam eine Aufwärtsbewegung, die hier im Endeffekt über dieses letzte markante Hoch lief. Das war dann diese Bewegung, was jetzt erstmal rein von der Charttechnik her bedeutet, dass der Abwärtstrend erstmal gebrochen ist. Dass man hier somit etwas vorsichtiger sein sollte mit Verkäufen, weil eben der Markt hier charttechnisch erstmal zumindest einen Bruch der letzten Hochs im Prinzip gezeigt hat. Und man muss jetzt überlegen, kann das ein Trendbruch sein? Entwickelt sich der Markt jetzt dann vielleicht weiter nach oben und baut hier auch mal wieder eine Sequenz steigender Hochs und steigender Tiefs auf? Oder war das nur ein Fehlausbruch und der Markt geht wieder nach unten? Wir wissen das natürlich nicht, aber ich hatte dann kurzzeitig, das war dann vor ein paar Tagen, dann schon mal die Idee, diesen Ausbruch nach oben, dieses erste Anzeichen einer eventuellen Trendumkehr, dafür zu nutzen, den Markt zu kaufen. Dass ich hier eben sage, okay, das Setup ist gegeben, der Markt hat hier erstmal dieses letzte Hoch gebrochen und ich entschied mich, wir können das nochmal auf kleiner oder wir können das ein bisschen zusammenziehen. Ich entschied mich, in diesem Bereich hier dieses Ausbruchsniveaus, diesen Markt zu kaufen. Das war in etwa dieser Bereich. Dann ging der Markt nach oben, baute aber nicht neue Hochs aus und kam wieder zurück und stoppte mich dann im Endeffekt an diesem Punkt, wo ich heute früh short gegangen bin. An diesem Punkt hatte ich vor ein paar Tagen dann hier eben eine Long-Überlegung. Hier wurde ich dann wieder plus minus null ausgestoppt. Anfänglich war der Stop etwas weiter unten. Dadurch, dass diese Position aber dann schon mal kurzzeitig im Plus war, sorgte diese Idee dafür, dass ich hier plus minus null oder es war ein kleines Mini-Risiko, was ich hier noch drauf hatte, weil ich den Stop unter dem Tief hatte. Es war hier im Prinzip, für mich ist das ein Plus-Minus-Null-Trade. Also das Feedback des Marktes zeigte mir erstmal, okay, irgendwie will er nicht so richtig nach oben. Und dann kam auch erstmal noch weiter die Bewegung hier vorsichtig nach unten. Wir hatten hier so eine kleine Schiebezone und heute früh gab der Markt dann, nachdem er gestern dann hier oder in der Nacht dann auch nochmal nach oben nicht so richtig wollte, kam er dann nach unten. Und ich entschied mich heute früh etwas aggressiv, weil wir wissen natürlich auch hier oben noch nicht, ob der Markt sich nach unten hier aufbaut, aber ich entschied mich hier dann die Abwärtsüberlegung einzugehen und ich habe jetzt genau das gleiche, wie ich es vorher auf der Aufwärtsseite hatte. Ich hatte den Stop natürlich etwas weiter oben, der Markt lief schon für mich und genauso wie hier in dieser Long-Überlegung habe ich jetzt meinen Stop sogar schon leicht im Plus. Weil ich hier charttechnisch keinen schönen Stoppunkt habe, den ich jetzt hier für diesen Stop nutzen kann, habe ich mich hier einfach aufgrund einer simplen Regel, dass wenn mein Risiko annähernd verdient ist, ich mir Gedanken mache, meinen Stop in die Nähe meines Einstiegs zu ziehen. Es kann natürlich passieren, dass der Markt sich jetzt hier leicht erholt, mich hier wieder rausholt und dann unten nach unten weitergeht. Dann muss man schauen, ob man hier wieder einen neuen Einstieg findet. Aber so arbeite ich mit meinem Risiko und so kontrolliere ich mein Risiko. Und ich habe dann, selbst wenn es schief geht, zwei Überlegungen hier gehabt, die im Endeffekt vielleicht dann nicht funktioniert haben, aber ich habe kein Geld verloren. Aber wir waren ja heute schon mal gut auf der Abwärtsseite und es spricht ja schon auch einiges dafür, dass wir vielleicht diesen Kerntrend nach unten hier wieder aufnehmen.
und dann nach unten kommen. Und hier wäre dann auch auf jeden Fall nochmal eine Überlegung für diejenigen, die natürlich jetzt hier noch nicht auf der Abwärtsseite dabei sind, aber vielleicht den US-Dollar, japanischen Yen ganz gern auf der Abwärtsseite haben wollen würden. Hier wäre definitiv eine schöne Überlegung, wenn der Markt hier nach unten dann so langsam anfängt zu zeigen, okay, ich möchte wieder nach unten. Wir schauen uns gleich das übergeordnete Bild nochmal an. Da ist nach unten wirklich Puffer. Ja, dass man hier dann abwartet, und das wäre für mich sogar eine Überlegung, wenn der Markt dann hier nach dem ein Stück nach unten gekommen ist, nochmals dieses Ausbruchsniveau unter diese Tiefs. Diese Linien liegen ja hier schon Weilchen drin, die habe ich jetzt nicht erst angepasst, sondern diese Linien sind schon aus der Vergangenheit, hatten hier eine relativ hohe Relevanz, deswegen liegen die hier drin. Und wenn der Markt dann in diesem Bereich zurückkommt, würde ich hier vielleicht sogar überlegen, da dann mein Einstieg hier oben scheinbar gar nicht so schlecht war, hier sogar meine Position aufzustocken. Und das wäre dann auf jeden Fall auch für diejenigen, die noch nicht drin sind, eine Überlegung in diesem Bereich, entweder direkt an dem Widerstand, was eine aggressivere Herangehensweise wäre, oder dass man erstmal kurz wartet, dass der Markt dann hier nochmals eine Reaktion zeigt, nach unten geht, um dann einzusteigen. Ja, also da wartet man dann sogenannte Trigger ab, die dann wenigstens schon mal so kurzzeitig zeigen, okay, der Markt will nach unten. Der Vorteil an dieser Geschichte ist, wenn ich dann einen Trigger abwarte, dass ich dann mit diesem hier in irgendeiner Art und Weise ausgebauten Hoch dann eben die Möglichkeit habe, hier meinen Stop nachzuziehen, beziehungsweise generell einen Stop zu setzen. Und das wäre ja dann auch meine Überlegung, wenn der Markt jetzt hier eben nochmals neue Bewegungstiefs nach unten ausbaut, eben generell den Stop ein kleines bisschen schon mal wieder nachzuziehen, dann auf solch eine Bewegung eben zu warten, die Position aufzustocken, und wenn der Markt dann erneut zum Laufen kommt, kann ich relativ zügig den gesamten Stop dann auch auf dieses Hoch hier nachziehen, und dann habe ich dann auch kein Risiko mehr auf einer doppelt so großen Position, und dann gucken wir mal, wie sich der Markt entwickelt. Das ist jetzt der Plan dazu. Zu diesem US-Dollar-japanischen Yen-Trade. Ich lese mal kurz. Mit welchem Zeichentool? Das heißt Point to Fix. Das ist jetzt allerdings aktuell ein Screenshot, der dann immer automatisch passiert. Schaut mal, ich drücke jetzt auf Fertig. Zack, jetzt sind die weg. Moment, ich kann das mal kurz reinziehen, dass ihr das seht. Einfach mal für diejenigen, das ist Point to Fix heißt das. Das kann man sich runterladen. Das ist ein Zeichentool. Und dann kann ich hier eben in dem Moment, wenn ich hier auf Start drücke, friert der sozusagen hier diesen Bildschirm ein. Und dann kann ich mir hier entsprechend Pfeile auswählen, eine Farbe auswählen, die Stärke auswählen. Und dann kann ich hier wie wild und verrückt Zeichen im Chart zeichnen. Leider bleiben diese dann eben nicht im Chart, so dass ich dann eben diese Analyse, die ich dann mache, auch beim Trading noch drin habe. Das ist ein bisschen auch ein generell kleiner Nachteil vom MetaTrader, dass man nicht so schön zeichnen kann in der Software. Somit habe ich mich hier dazu entschieden, dieses Zeichenwerkzeug zu nehmen. Aber das erstmal die grobe Idee zum US-Dollar-japanischen Yen. Jetzt gehen wir hier nochmal und schauen uns das gröbere Bild an, was denn hier an Potenzial in dieser Geschichte steckt. Also prinzipiell sind wir hier natürlich immer noch in einem Bereich, übergeordnet, abwärts tendierend. Wir wissen, dass dieser Bereich hier so ein bisschen der entscheidende Bereich war. Ob das nun ein Fehlausbruch für den übergeordneten Trend war oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Die kürzere Zeiteinheit zeigt hier, zeigt hier ja prinzipiell erstmal nach oben. Ja, und jetzt wissen wir eben auch hier nicht, ob das jetzt wirklich nur ein Tief war und der Markt weiter nach oben geht oder ob wir jetzt hier eben auch auf der kürzeren Zeiteinheit weiter nach unten laufen und dann hier eben die Abwärtsseite aufbauen. Aber prinzipiell ist für diese aktuelle Überlegung es ja durchaus realistisch und auch durchaus denkbar, selbst wenn wir diese grüne Aufwärtsbewegung noch nach wie vor, dass die aktiv bleibt, wäre es ja trotzdem denkbar, dass der Markt hier den Weg nach unten etwas weiter findet und dann vielleicht nach oben weitergeht. Jetzt schaut aber mal, was dann schon mit dieser Short-Überlegung passiert. Obwohl wir vielleicht Unrecht haben, es besteht eine realistische Chance, dass wir wenigstens jetzt hier nochmal neue Bewegungstiefs ausbauen, dass wir dann entsprechend auch runterlaufen. Und ob wir dann eben Recht haben oder nicht, das weiß man halt nie. Aber die Überlegung ist eben, dass wir hier gegebenenfalls diesen Kerntrend der Abwärtsbewegung wieder aufnehmen. Und dann haben wir, und das würde ich jetzt hier für diese Geschichte auch wenn ich pyramidisiere, dann muss ich ja auch etwas weitere Ziele haben. Ich sehe es als durchaus realistisch, dass wir auf jeden Fall hier nochmals in die Nähe dieser Tiefs kommen und würde mich hier erstmal etwas defensiver dafür entscheiden, ungefähr den 105er Bereich als Ziel zu nutzen. Das wäre so das erste Ziel. Wenn der Markt dorthin kommt, muss ich gucken, dass ich mit meinem Stop vielleicht etwas aggressiver werde. Und wenn er richtig Dampf auf der Abwärtsseite hat und solche Bewegungen wie hier ausbaut oder eben diese
diese ganzen Abwärtsbewegungen, die dann hier vielleicht eben stattfinden und dann hier so eine richtig schöne Abwärtsbewegung aufkommt mit neuen Tiefs, dann bin ich trotz des etwas aggressiveren Nachziehens meines Stops ja nach wie vor dabei. Dann läuft der Markt durch den Zielbereich durch und dann wäre ein nächstes Ziel, dass der Markt hier diese neuen Bewegungstiefs ausbaut. Da er aber in der Vergangenheit hier nicht nennenswert tiefer gelaufen ist, würde ich jetzt auch in der Zukunft hier nicht nennenswert tiefer werden mit dem nächsten Ziel und würde hier schauen, dass man, muss man mal gucken, guckt mal, wir haben, schauen wir mal, hier war das Tief 105,55 auf 105, also 25 Pips war das hier tiefer und hier sind es 105,25 zu 104,63, das sind so 60 Pips ungefähr tiefer und jetzt kann man hier sagen, okay, man nimmt die Mitte, das sind so 35 bis 40 Pips, das ist in der 104,20er Bereich, also würde ich hier so in etwa das als nächstes Ziel anvisieren, wenn wir dann hier relativ sauber durchgehen. Ja, und dann ist man auf jeden Fall schon schön im Plus. Wie gesagt, eigentlich habe ich jetzt auf dieser ganzen Geschichte, egal was passiert, kein Risiko mehr drauf und ich kann solche Trades dann wunderbar verwalten und solche Trades dann wunderbar laufen lassen und irgendwann wird schon einer dieser Trades dann mal gut gehen. Und dann kommen wir auch schon zum US-Dollar, kanadischen Dollar, wo ich eben auch mal eine Überlegung hatte, die dann allerdings schief lief. Das muss man eben auch sagen. Das funktionieren ja nicht immer alle Überlegungen. Hier war eine Überlegung, wo ich gesagt habe, okay, der Markt ist prinzipiell ähnlich wie der US-Dollar, japanische Yen, prinzipiell, Moment, rot hier wieder nehmen, auf der Abwärtsseite unterwegs. Ja, wir haben dann hier eine kleine Erholung gehabt, hatten dann hier eine Schiebezone, dann kam der Break wieder auf der Unterseite. Raus aus dieser Schiebezone, ja. Aber hier hat der Markt definitiv, das ist ja augenscheinlich, dass der hier eben keine neuen Tiefs ausgebaut hat. Und es kam wieder der Weg nach oben. Wir hatten dann hier wieder diese Schiebezone, die wir hier schon mal hatten, eben erstmal angenommen. Da ist der Markt relativ sauber durch und ist dann auch über diese Hochs hier von dieser Schiebezone erstmal drüber gelaufen. So, jetzt war meine Überlegung, okay, vielleicht findet hier ebenso ein Trendbruch statt und ich könnte es hier ebenfalls wie im US-Dollar japanischen Yen auf der Long-Seite versuchen. Nachdem der Markt dann hier mit dieser roten Kerze nach unten kam, habe ich mich entschieden, an dieser oberen Grenze, dieser Schiebezone hier den Markt zu kaufen. Dann hielt sich der Markt Ewigkeiten. Also das waren wirklich, wir sind ja auf dem Tageschart, müssen wir mal kurz sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das waren fast 2 Handelswochen, wo wir hier dann jämmerlich in einer Seite Zone verharrt sind. Ich hatte den Stop hier drunter. Man konnte auch mit diesem Stop jetzt nicht viel machen, den konnte ich nicht großartig nachziehen, weil diese Position, wenn dann immer nur minimal mal im Plus war. Und somit bin ich dann hier, wo der Markt dann runterkam, eben wirklich ausgestoppt worden. Und hier hat man eben auch mal in diesem Fall das volle Risiko um die Ohren bekommen. Das erstmal bis dato. Jetzt kommt der Markt wieder zurück. Und er zeigte mir auch hier, dass das höchstwahrscheinlich hier nur so ein Fake war auf der Oberseite. Und der Chris hatte, ich glaube, hier auch in dem Markt schon mal eine Short-Position oder einen Short-Trade vorgestellt, der eben aktuell auch, glaube ich, noch laufen sollte. Und jetzt bin ich hier persönlich auf der Abwärtsseite noch nicht mit dabei, würde dies aber eigentlich ganz gerne tun wollen. Und würde hier eben darauf setzen, dass der Markt eben weiter nach unten läuft und auch hier die realistische Chance hat, in diesen Zielbereich hier runter, in diese alten Tiefs erstmal wenigstens heranzulaufen, als nächstes Ziel dann hier an diese anderen, an diese Tiefs diese eigentlichen Bewegungstiefs ranzulaufen. Dafür ist es jetzt aber etwas aggressiv, in dem aktuellen Level einzusteigen. Und ich würde hier persönlich, das wäre jetzt so meine Überlegung, um jetzt hier diese Abwärtsseite zu folgen, Moment, das mache ich mal ein bisschen dünner, würde ich hier diesen unteren Bereich dieser Schiebezone, den wir hier schon mal markiert hatten, auf jeden Fall abwarten. Also der Markt sollte sich jetzt hier noch mal ein bisschen erholen und ich würde hier sogar so ein bisschen drüber noch abwarten. Also in diesem Bereich hier, da würde ich ganz gerne den Markt verkaufen wollen. Mit dem Stop dann hier über diesem Hoch, das wäre charttechnisch, hatte ich mir gerade dann schon mal angeschaut, Stop dann hier über dieses Hoch. Ja. Und wenn der Markt jetzt eben hier zurückläuft in diesen Bereich rein und man dann hier nach der Erholung, die Abwärtsseite, Moment, dann anfängt zu handeln, ja, dann habe ich als Risiko, kann man eben ja auch hier bildlich dann immer einzeichnen, habe ich als Risiko in etwa diesen Bereich und habe dann als mehr, vielfache Chance auf jeden Fall hier
den Bereich bis hier unten. Und wenn man jetzt diese Kästchen vergleicht, dann sieht man, dass man hier auf jeden Fall schon mal eine Chance von etwa 3 zu 1 hat. Wenn man dann sogar noch eben der Markt eben zum Laufen kommt und das nächste Ziel hier erreicht wird, dann ist es schon ein 4 zu 1. Und wenn der Markt richtig Dampf auf der Abwärtsseite aufnimmt und wir vielleicht eine neue Welle der Abwärtsbewegung hier wie hier eben aufbauen, dann ist ja natürlich noch viel, viel mehr drin. Ja, ob das funktioniert, weiß man nicht, aber das ist hier eben auch so eine Überlegung, die ich ganz gern handeln wollen würde. Wichtig dafür ist aber wirklich, dass der Markt hier nochmal zurückkommt. Wenn er jetzt gleich weiterläuft, dann habe ich Pech gehabt, aber er muss zurückkommen, um hier charttechnisch diesen Hochpunkt hier wenigstens als Stop zu nutzen und entsprechend dann das Risiko nicht zu groß zu haben. Wenn wir jetzt aktuell einsteigen würden, kann man ja auch einzeichnen, dann hätten wir mit dem Stoppunkt auch da oben das als Risiko und dann sieht man, dass die Chance schon gleich kleiner wird und wir nicht mal mehr ein 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis haben. Okay, jetzt sagt der ein oder andere, dann packe ich den Stopp vielleicht einfach etwas tiefer. Das kann man natürlich auch machen, muss ich auch manchmal machen, weil man kriegt nicht immer so einen schönen Stopppunkt präsentiert, dass man jetzt sagt, okay, dann setze ich einfach den Stopp ein bisschen kleiner. In dem Fall würde ich es persönlich nicht machen, weil einfach auch der Stopp dann charttechnisch nicht so schön sitzt und hier eben definitiv sowieso so eine Erholung hier nochmal denkbar ist. Und das wäre jetzt hier im US-Dollar, kanadischen Dollar nochmal eine Überlegung, die ich hier ganz gerne auf der Abwärtsseite machen wollen würde. Kommen wir zum kanadischen Dollar, japanischen Yen. Da müssen wir mal kurz gucken, wo wir das haben. Wo habe ich den? Da, kanadischen Dollar, japanischen Yen. Da zeigt sich ebenso ein Bild und da sind wir jetzt schon knapp davor. Moment, das zeichne ich nochmal auf dem Wochenchart. Hier ist es so, dass wir prinzipiell zwar mehr oder weniger hier sehr, sehr seitwärts tendierend sind, aber die letzte Abwärtsbewegung, wir sind ja jetzt hier auf einem Wochenchart, die letzte wichtige Bewegung hier auf jeden Fall abwärts gerichtet ist. Ja, somit würde ich hier ganz gerne auch auf der Abwärtsseite unterwegs sein wollen. Und wir haben aktuell eine interessante Erholung. Das gucken wir uns gleich auf untergeordneten Zeiteinheiten mal an. Und ich habe hier, um es einfach erstmal nochmal im übergeordneten Bild zu sehen, ich habe jetzt hier auf jeden Fall eine realistische Chance, dass wir wenigstens nochmal als an die Tiefs laufen. Da haben wir hier auf jeden Fall enormes Unterstützungspotenzial. Wenn wir aber dann wirklich schwach sind in dem Markt, dann ist es hier denkbar, dass wir diesen Unterstützungsbereich hier mit Schmackes durchstoßen und dann hier auf jeden Fall auch eine realistische Chance haben, in dem Bereich dieser nächsten Tiefs hier zu laufen. Also hier auch ein schönes Potenzial auf der Abwärtsseite. Und dadurch, dass wir hier schon eine schöne Erholung aktuell haben, und das gucken wir uns jetzt mal auf kleinerer Zeiteinheit an. Dann gehen wir mal auf den Tagesschart, können das hier mal so ein bisschen zusammenschieben. Und wir hatten hier auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass erstmal ja diese Abwärtsseite hier interessant ist. Das hat auch erstmal in diesem Unterstützungsbereich 82,20 ganz gut funktioniert. Der Markt dann nochmal auf der Abwärtsseite ein bisschen drüber gestoßen. Und jetzt sind wir hier eben erholender Natur unterwegs. Wenn wir uns aber dann diese letzte Abwärtsbewegung hier mal anschauen und wenn wir jetzt hier mal dieses so Fibonacci-Retracement zeichnen, dann werden wir sehen, ohne dass ich es vorher gemacht habe, dass wir hier in diesem Bereich eben schon in dem 38,2er beziehungsweise knapp darüber in dem 50er Retracement-Level sind. Und all das in diesem Bereich ist für mich immer 38,20 bis 50 sowieso auch immer ein interessantes Niveau. Wenn ich eine Kernbewegung hatte, dann eben eine Erholung in diesem Bereich und dann hier wieder in Richtung der Kernbewegung zu handeln. Und das ist immer eine interessante Situation, die man sich anschauen kann. Und somit ist es hier durchaus interessant, jetzt über die Abwärtsseite nachzudenken. Und da haben wir hinzukommend, dafür schieben wir das mal wieder so ein bisschen zusammen, haben wir hier markante Punkte aus der Vergangenheit, die es mir eben auch erlauben, aus charttechnischen Gesichtspunkten hier die Abwärtsseite einzugehen. Und da sehen wir hier dieses markante Tief, das können wir auch nochmal gerne hier kurz markieren. Moment, zack, zack, zack. Da sehen wir dieses markante Tief hier. Ja, und da ist es schon durchaus denkbar, dass der Markt auf jeden Fall, wenn er jetzt hier in diese Richtung läuft, auf jeden Fall man muss immer vorsichtig sein, also auf jeden Fall ist er eigentlich falsch, aber es relativ wahrscheinlich ist, dass der Markt in diesem Bereich hier reagiert. Und dann ist es halt interessant, dass der Markt, wenn er denn auf jeden Fall eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass er an diesem Tief hier reagiert, erstmal nach unten, dann ist diese Reaktion, die muss ja nicht groß sein, aber wenn wenigstens schon mal, und das passiert wirklich sehr, sehr oft, wenn hier wenigstens eine Reaktion stattfindet, dann sollte im Idealfall diese Reaktion so groß sein, dass wenn ich in diesem Bereich hier auf der Short-Seite einsteige, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Erkältung, wenn ich in diesem Bereich hier einsteige
und dann ja auch entsprechend einen Stop habe. Da habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht. Charttechnisch ist es sehr schwierig. Man müsste hier wirklich dann eben gucken auf die ATR und so. Das könnte man auch gerne gleich nochmal machen. Wenn ich jetzt hier irgendwo meinen Stop hinpacke, und ihr seht diesen blauen Pfeil, wenn jetzt wirklich so ein Mini-Abverkauf hier nochmal stattfindet, vielleicht über ein, zwei, drei Handelstage, ja, dann ist das ja so, dass ich dann dadurch, dass ich mein Risiko in etwa schon wieder verdient habe, dann ja auf jeden Fall meinen Stop hier irgendwie in die Nähe meines Einstiegs ziehen kann. So. Und selbst wenn der Markt dann wieder nach oben geht und ich hier völlig Unrecht habe mit dieser Überlegung, dann habe ich mit dieser Überlegung erstmal nicht viel verloren. Und das ist das, was ich mir permanent versuche im Chart herauszusuchen. Solche Situationen, wo ich selbst, wenn ich völlig falsch liege, aber eben Punkte habe, wo der Markt ganz gerne erstmal auf irgendeine Art und Weise reagiert, dann eben mir diese Punkte herauszusuchen, in diesen Punkten dann einzusteigen, um dann eben auch eine realistische Chance zu haben, dass, wenn nur so eine minimale Bewegung kommt, ich dann auf jeden Fall hier solch Trades annähernd risikolos machen kann. Also das so die Überlegung dazu. Und hier ist natürlich dann auch eine Chance, dass der Markt eben auf jeden Fall hier in Richtung der alten Tiefs laufen kann. Und da sieht man, dass hier dieses verhältnismäßig kleine Risiko dann eben auch mit einer relativ großen Chance verbunden ist und hier definitiv dieses Unterstützungsniveau, was wir uns eben auf übergeordneten Zeiteinheiten angeschaut haben, definitiv hier auch erreichbar wäre. Jetzt gucke ich nochmal in den in die Fragebereiche. Moment. Okay, hier steht australischer Dollar, US-Dollar. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja, notiere ich mir mal, dass wir uns das nochmal kurz anschauen dann. Zack, zack, zack und US-Dollar. Okay, schauen wir uns gleich an. Wir gehen erstmal meine Märkte noch durch. Aber wenn ihr natürlich andere Märkte noch habt hier und dann eben Fragen zu anderen Märkten habt, dann das gerne hier natürlich in den Chat reinschreiben und dann gucken wir uns das gleich noch an. Wir haben ja noch genug Zeit. Also das jetzt hier nochmal zum kanadisch-dollar japanischen Yen, das ist so eine Überlegung, die mir gekommen ist, was jetzt in Zukunft oder in den nächsten Tagen hier vielleicht interessant werden könnte. Dann kommen wir zum Euro-Schweizer Franken und da habe ich schon einen Trade offen, der ähnlich eben aufgebaut war, wie ich es jetzt die ganze Zeit erklärt habe. Moment, muss ich nur kurz gucken, wo ich ihn habe. Euro-Schweizer Franken, da ist er. Zack. Hier haben wir erstmal einen Wochenchart. Einen Wochenchart im Euro-Schweizer Franken. Und die Kernüberlegung hier war schon in letzter Zeit des Öfteren, dass der Markt eine realistische Chance hat, hier in diesem Bereich 1,20, 20 in etwa zurückzulaufen. Warum? Es war ja 2014 so, dass hier die Bank der Schweiz, die Zentralbank der Schweiz sozusagen, dann in einer Nacht- und Nebelaktion sozusagen entschieden hat, den Euro nicht mehr gegenüber dem Schweizer Franken zu stützen. Es war so, dass eben hier die Zentralbank wirklich im Bereich 1,20 eben Euro-Schweizer Franken, den Euro gestützt hat, dass der Schweizer Franken eben nicht so viel Wert bekommt. Und das war eine ganze Zeit lang so. Deswegen hat man hier wirklich immer in dem Bereich 1,20 Unterstützung gesehen. Das hat dann aber oder wurde dann irgendwann mal aufgelöst und dann kam hier eine übergalaktische Bewegung auf der Abwärtsseite. Und wir sehen, dass wir aus dem 1,20er Bereich innerhalb von wirklich, ich muss jetzt mal lügen, aber es waren wirklich ein, zwei Tage, wo hier der Markt wirklich extremst abgeraucht ist auf der Abwärtsseite. Man müsste jetzt nochmal schauen, ich weiß es jetzt nicht genau, wie lange jetzt hier der Markt dann nochmal Nachwehen sozusagen hatte. Aber man sieht auch, dass diese Erholung extremst schnell vonstatten ging und dann aus dem Bereich knapp unter der Parität unter 1:1 dann hier ganz langsam, immer langsamer, hier dann wieder die Stärke des Schweizer Franken zum Euro zurückkehrt. Ja? Und hier ist es eben, dass dieses Ausbruchsniveau, dieser Bereich um die Marke 1,20, 1,20, 20, eben hier wirklich scheinbar so magnetischer Natur ist und der Markt eine realistische Chance hat, in diesen Bereich zu laufen. Das ist jetzt mal übergeordnet meine Idee dazu und generell, dass es eben auch in Zukunft möglich ist, dass der Bereich da oben etwas längerfristig gesehen durchaus zu erreichen ist. Jetzt gehen wir mal auf den Tagesschart.
Und da sehen wir natürlich diese Aufwärtsbewegung, die wir hier auch schon eben auf dem Wochenchart gesehen haben. Dann sehen wir, dass der Markt hier auch mal eine Zeit lang so ein bisschen abgegeben hat. Und dann entwickelte sich diese Überlegung, dass wir eine realistische Chance nach hier oben haben, schon bereits hier unten, nachdem der Markt mal so ein bisschen abgegeben hat. Das war dann schon Anfang Februar diesen Jahres. So, und da hatten wir dann auch diverse Long Trades hier dann schon mal gemacht, auch auf Swing Trading Ebene, auch auf Day Trading Ebene. So, und jetzt kam hier dann irgendwann erneut die Überlegung oder erneut eine Situation. Man war dann wieder raus aus Trades. Und der Markt, der jetzt dann hier auf der Aufwärtsseite unterwegs, auf der Abwärtsseite und dann hier im Prinzip wieder auf der Aufwärtsseite, dann kam hier die Reaktion und jetzt sind wir hier mehr oder weniger wieder auf der Aufwärtsseite. Und jetzt schaut mal, dass hier im Prinzip diese Aufwärtsbewegung fand ja ihr Hoch. Also man muss hier ein bisschen unterscheiden. Ich schaue immer nicht exakt auf die Hochpunkte, sondern gucke so ein bisschen, wo waren dann Eröffnungskurse, wo waren Schlusskurse. Das ist immer so ein bisschen wichtig. Das ist wichtig und das ist somit auch hier in dieser Bewegung nicht so uninteressant. Und dann kam der Markt eben hier in diesen Bereich zurück. Ich habe hier nicht sofort gekauft, sondern habe hier noch abgewartet. Aber dann in diesem Niveau, nachdem der Markt eben hochgelaufen ist, diesen Bereich hier nochmal getestet hat, der alten Hochs. Das ist ähnlich, wie wir das in den anderen Szenarien die ganze Zeit zwar teilweise auf der Abwärtsseite, dann hier auf der Aufwärtsseite besprochen haben, aber ich schaue dann einfach, wo sind hier alte Hochpunkte, die halt ganz gerne nochmal getestet werden, um dann hier unten einzusteigen. Mit dem Ziel, dass wir auf jeden Fall eine realistische Chance haben, in den Bereich 1,20 da oben zu laufen. Und da haben wir vom aktuellen Hoch hier gar nicht mehr so viele Punkte. Da sind noch 100 Pips, gute 100 Pips hier auf der Aufwärtsseite, wo ich jetzt durchaus es als realistisch einschätze, dass der Markt dort hinlaufen kann und das vielleicht auch schon mit unserer aktuellen Position funktionieren kann. Der Einstieg, wie gesagt, hier unten, der Stop liegt jetzt schon im Plus. Also mit dieser Überlegung kann ich jetzt schon gar nicht mehr verlieren und man hat das schon generell in den letzten Wochen hier auf der Aufwärtsseite schon diverse Möglichkeiten, Geld zu verdienen auf der Aufwärtsseite, des Öfteren dann wieder rausgeflogen. Ich müsste jetzt die Trades raussuchen. Ich habe sie jetzt nicht direkt vor Augen. Somit kann ich sie jetzt auch nicht exakt erklären, wo Stops lagen, wo Einstiege lagen. Aber habe jetzt hier, wie jetzt hier auch wieder, eben eine schöne Möglichkeit der Bewegung zu folgen. Und selbst wenn jetzt hier dieser nächste Test dieser Hochs stattfindet, ist es immer noch kein Beinbruch für diese Aufwärtsbewegung oder für diesen aktuellen Trade, wenn wir jetzt hier nochmal zurücklaufen, um dann weiter nach oben zu laufen, was ja charttechnisch durchaus passieren könnte. Ja, ist man hier natürlich trotzdem locker dabei, hat jetzt den Stop schon im Plus und dann kann man so ein Ding laufen lassen. Und jeder, der jetzt hier noch nicht drin ist, der könnte sich überlegen, okay, die Aufwärtsseite in Richtung 1,20, 1,20, 20, ja, ist eben interessant. Und somit kann man hier natürlich weitere Long Trades entwickeln. Ich bin jetzt derjenige, nicht derjenige, der jetzt unbedingt hier noch eine Pyramide aufbauen muss. Das ist mir einfach die Chance ein bisschen zu klein auf der Aufwärtsseite. Aber dadurch, dass wir übergeordnet ja jetzt hier diese alten Hochs, kann ich mal einzeichnen, überschritten haben. Ja, hier. Diesem Bereich ist es jetzt natürlich auf jeden Fall interessant, wenn der Markt nochmals ein kleines Stück zurückkommt. Moment, das muss ich mal kurz zack, zack, zack. Und dann diesen Bereich hier nochmal testet. Ja, wenn wir jetzt hier und einen Pfeil nehmen, dass man ein bisschen das auch übersichtlich hat. Also, wenn wir jetzt hier nochmal ein Stück zurücklaufen, ja, dann eben hier den Einstieg in Richtung Long zu wagen. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Man müsste dann eben gucken, dass man den Stop entsprechend, wahrscheinlich ist hier der Stop hier unten ein bisschen zu weit, dass man den vielleicht in diese Aufwärtsbewegung reinlegen muss. Aber wenn wir weiterhin sauber diese Aufwärtsbewegung haben, und das sieht ja auch aktuell danach aus, weil wir haben eben auch hier ganz, ganz übergeordnet dieses alte Hoch ja jetzt schon überschritten. Ja, somit ist es hier schon wahrscheinlich, dass wir hier eben auch weiter nach oben laufen. Und dann wäre das natürlich auch nochmal ein Einstieg hier auf der Long-Seite. Ich gucke nochmal kurz in den Chat. Den Wert angeben, wo der Einstieg ist. Bei den Überlegungen jetzt dann, ja, exakt ist jetzt hier die Frage. Also es ist natürlich, es kommt ja nicht auf den Pip an, wo man einsteigt. Wichtig ist ja für euch auch, für euch als Trader, dass diese Kernüberlegungen, die ihr auch ja für euch selbst finden könnt und das ja eben im Endeffekt auch nicht so schwer ist, dass ihr erstmal primär auf jeden Fall darauf achtet, dass das Chance-Risiko-Verhältnis passt, dass ihr eine Chance habt, die Idee, also für mich persönlich ist es so, dass ich eigentlich Trade-Ideen mir raussuche, wo ich
als ersten Schritt, wie ich es eben erklärt habe, immer versuche, eine realistische Chance zu sehen, dass der Markt wenigstens so weit läuft, so groß wie mein Risiko ist, sodass ich dann eben meinen Stop schon mal auf plus minus null mehr oder weniger ziehen kann und dann eben generell wenigstens eine Chance habe, dass so ein Trade ein 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis hat. Somit ist jetzt hier der Einstieg bei solch Überlegungen sekundär bei Swing-Trading-Überlegungen. Also man braucht hier eigentlich nicht zwingend meiner Meinung nach den exakten Kurs angeben. Aber ich kann natürlich hier immer mal gucken, dass man auch die Bereiche angibt, wo man in etwa einsteigt. Aber wenn man denn hier sich das Video notfalls dann, ich lade das heute nochmal hoch, das Webinar dann auch nochmal Revue passieren lässt und dann mal rechts schaut, wo dann hier die Einstiegsbereiche in etwa sind, dann sieht man das nochmal. Aber kann ich auf jeden Fall für die Zukunft, werde ich es mal aufnehmen, dass ich das noch ein bisschen genauer dann eben hier justiere und dann eben auch ansage. Gerne kann ich dann tun, ne? Aber wie gesagt, achtet nicht exakt so auf die Kurse, weil jeder wird sowieso unterschiedlich einsteigen. Ja? Der eine ist zu einem bestimmten Zeitpunkt am Rechner, der andere nicht. Und es ist nicht so, dass ich jetzt zum Beispiel für diese Überlegung hier jetzt sofort hier zwingend ein Limit reinlege. Ja? Dadurch, dass ich natürlich die Möglichkeit habe, da es mehr oder weniger mein Beruf ist, Trader zu sein, ich sowieso den ganzen Tag am Rechner sitze, ist es so, dass ich mir dann an solch Levels einen Alarm lege. Also dass der Markt oder dass die Software mich daran erinnert, wenn der Markt dorthin kommt, dass dann eben ein Fenster aufploppt und sagt, passt mal auf hier, der Markt ist aktuell an einem interessanten Niveau. Und dann kann ich entscheiden, ob ich in dem Niveau kaufen möchte, welche Einstiegsart ich sozusagen nutze, ob das Bild für mich, was ich eben vorher für mich festgelegt habe, immer noch aktiv ist und so weiter. Und also wie gesagt, ich packe mir das meistens sowieso nicht als Limit hier direkt rein. Gut, aber das jetzt mal zu dem Trade und zu der Überlegung. Australischer Dollar, US-Dollar, das können wir uns jetzt mal raussuchen. Kam ja hier noch die Überlegung oder die Frage. Mal gucken, ob ich den hier unten irgendwo drin habe. Da haben wir ihn. Jetzt muss ich mal kurz lesen. 077,15. 77,50. Ich denke mal, dass hier Christian Folgendes meint. Also, ich denke, was Christian meint, ich habe natürlich jetzt Christians Überlegung nicht exakt im Kopf, aber ich weiß ja, dass er auch charttechnischer Natur unterwegs ist. Und wenn wir uns hier einfach mal diese Bewegung auf der Abwärtsseite anschauen, Moment, oder ein bisschen dicker mein Pfeil machen. Wir sind ja jetzt hier aktuell auf einem Tageschart, wir haben relativ starke Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung. Jetzt kann man hier sich drüber streiten, ob das jetzt nochmal zwei Bewegungen sind. Auf jeden Fall hier Abwärtsbewegung. Und jetzt bewegt der Markt sich aktuell aufwärts. Jetzt gehen wir mal wieder etwas zusammen, schieben dieses Abwärtsbild etwas, machen das etwas größer. Und jetzt sehen wir hier in der Vergangenheit oder in den letzten Tagen, Moment, zack, zack, dass wir hier eben Abwärtsbewegung, Aufwärtsbewegung und jetzt hier eben keine neuen Tiefs gemacht haben. Das ist jetzt wichtig, sondern eben anfangen hier eine Sequenz und das war wahrscheinlich diese Situation, da war Christian bestimmt eben am Rechner und hat das hier in der Art und Weise gesehen und hat jetzt gesagt, wenn dieses letzte kleine Tief hier hoch, wenn dieser Bereich hier überschritten wird, ja, und ich denke, das ist so der Bereich, der hier 77,15, 77,25 oder irgend sowas. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er in irgendeiner Art und Weise das hier meint, dass wenn hier jetzt ein Bruch stattfindet, dass jetzt erstmal auf untergeordneter Zeitebene es wirklich sein kann, dass hier eine Sequenz von steigenden Hochs und steigenden Tiefs einsetzt und somit ein Trendbruch denkbar ist. Das höchstwahrscheinlich seine Überlegung. Somit ist das natürlich sehr, sehr aggressiv gesehen, aber wenn denn diese Situation eintritt, dass hier wirklich der Markt übergeordnet dreht und auf jeden Fall jetzt hier erstmal so ein bisschen Schwäche rausgegangen ist. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob es hier aus der Vergangenheit irgendwo ein Unterstützungslevel gab. Man sieht hier schon, das ist der Bereich. Zack. Wir haben hier diese ganzen Hochs. Ja. Zack. So, jetzt kann es definitiv sein, dass einfach der Markt hier im Prinzip dann mal wieder diesen Break gefunden hat, dann einfach hier diesen Bereich nochmal testet, um jetzt hier wieder nach oben abzuziehen. Ja. Somit vielleicht das übergeordnete Bild. Wie gesagt, ich kenne die Idee nicht, aber ich denke, die Charttechnik ist ja kein Hexenwerk, dass solch eine Überlegung irgendwo bei Christian stattgefunden hat.
Und jetzt hier eben ein Long-Trigger sozusagen für die Aufwärtsseite gesucht wurde. Und das ist eben, was wir eben gerade gesehen haben mit dem Bruch hier dieses letzten Hochs, ist das jetzt ein Trigger, wo man sagen kann, entweder man handelt direkt diesen Bruch oder, was ich ganz gerne dann eben mache, ist eben solche Brüche abzuwarten. Hier, ja, dieser Bruch hier dieses Levels. Jetzt abzuwarten, dass der Markt jetzt, und das macht er ganz gerne, eben jetzt hier durchbricht und jetzt diesen Bereich nochmal von oben testet, ja, um dann eben die Aufwärtsseite hier weiter fortzusetzen. Ja, das so prinzipiell die Überlegung meiner Herangehensweise. So, jetzt müssen wir uns aber noch Gedanken machen, dass der Markt eben auf der Aufwärtsseite auf jeden Fall ein realistisches Ziel hat. Das würde ich jetzt so sehen. Hier wenigstens dieses Hoch zu erreichen oder sogar das vorletzte Hoch hier zu erreichen, dass diese Bereiche realistische Ziele sind. Selbst das übergeordnete Abwärtsbild wäre dann noch nicht megamäßig über den Haufen geworfen, aber das kann ja durchaus passieren, dass der Markt dorthin läuft. Wir müssen uns jetzt natürlich auch noch Gedanken machen, wo setzen wir unseren Stop hin? So, und der kann, der sollte charttechnisch auf jeden Fall unter diesem Tief hier liegen. Denn wenn wir das Tief jetzt hier erneut nach unten durchstoßen, dann war das alles hier nur eine Verarsche sozusagen des Marktes. Und dann wird hier die Abwärtsseite weiter fortgesetzt und dann ist diese Überlegung, hier long zu gehen, ad acta zu legen. Ja, also ist das jetzt erstmal charttechnisch hier der richtige Punkt, seinen Stop zu setzen. Und das wäre auch das Ideale, was man für diese Position dann hier in diesem Fall machen sollte. Wenn ich das jetzt richtig auf den ersten Blick sehe, dann haben wir hier in etwa 100 Pips Risiko auf dieser Überlegung. Ja, wenn ich das jetzt hier, das ist so 77,25 zu 76,30, 40, ja, vielleicht sogar ein Stück weit drunter. So, und jetzt ist es ja so, wenn ich das hier, dieses Kästchen als Risiko habe, Moment, zack, hier, das ist mein Risiko, dass ich jetzt erstmal, das ist ja mal so die erste Phase eines Trades, erstmal wenigstens in etwa die Größe dieses Kästchens benötige, dass der Markt eben wenigstens so weit läuft. Wenn er das tut, dann kann ich meinen Stop wenigstens hier in die Nähe meines Einstiegs ziehen oder eben je nachdem, ob hier noch ein charttechnisches Tief dann entsteht, vielleicht knapp drunter, je nachdem. Aber ich kann auf jeden Fall schon mein Risiko reduzieren. Und dann habe ich hier eine realistische Chance, dass der Markt auf jeden Fall auch noch, haben wir ja eingezeichnet. Da sind, seht ihr ja, das sind dann eben grobe Einzeichnungen, die aber eigentlich prinzipiell ganz gut hinhauen, dass ich hier im Summa summarum eigentlich ein interessantes 3:1 Chance-Risiko-Verhältnis habe. Ihr müsst euch eins merken, und das ist, ich weiß, dass man das immer nicht so gerne hört. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wichtig ist nur, dass ich weiß, wenn es funktioniert, was ich tue, und wenn es nicht funktioniert, was ich tue. Und wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich, was ich zu verlieren habe. Und wenn es funktioniert, weiß ich, was ich zu verdienen habe. Und das, was ich zu verdienen habe, ist um Welten höher und größer als das, was ich zu verlieren habe. So, und dann versucht man eben dieser ganzen Situation zu folgen. Ich weiß, dass viele Trades, wenn ich dann zum Beispiel, Moment, muss ich mal kurz was einstellen. So, wenn ich weiß, dass viele Trades, die man eingeht, Moment, einen Strich nehmen. So, wenn ich jetzt anfange, dann, okay, der Markt läuft ein Stück für mich, dann fange ich an, eben meinen Stop hier nachzuziehen, der liegt dann vielleicht hier auf diesem Level, so, und dann dreht der Markt wieder zurück und ich werde wieder ausgestoppt. Puh, ja, habe ich einen Versuch, der mir vielleicht einen kleinen Verlust gegeben hat oder vielleicht auch einen Mini-Gewinn, aber ich will ja große Gewinne. So, aber wichtig ist, ob es im Daytrading ist oder im Swing-Trading ist, dass ihr euch immer Situationen erarbeitet und das idealerweise nicht nur drei im Jahr, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wirklich von drei Trades einen erwische, der eben richtig, richtig, richtig fettes Geld aufs Konto spült, ist relativ unwahrscheinlich. Aber wenn ich im Jahr mir 100 oder 150 auch Swing-Trading-Ideen raussuche, die in irgendeiner Art und Weise wenigstens halbwegs vernünftig aufgebaut sind und die irgendwo nicht hammermäßig extremst ständig gegen einen Haupttrend gehen, dann werde ich auch von diesen Trades dann auch diverse Trades haben, die mal richtig schön laufen. Und vor allem werde ich dann auch Trades haben, die nicht nur diesen Weg hier abfahren, sondern, das merkt man ja, denn wenn der richtig schön läuft, dass hier auf einmal dann auch Trades entstehen, die eben 10-mal so groß sind. Ich habe Trades, die sind 15 bis 20-mal so groß wie mein anfängliches Risiko. Ja? Und diese Trades sind natürlich die Trades, die mir am Ende auch meinen Gewinn bringen.
Und die passieren von 100 Trades, wenn ich da zwei, drei davon habe, dann ist das viel. Es gibt manchmal Tage oder Wochen, da habe ich 100, 200 Trades, da habe ich nicht einen Trade, der wirklich mal eben 10R oder 15R produziert. Aber dadurch, dass die Märkte sich ja bewegen und wir immer mal wieder richtig schöne Bewegungen drin haben, ist natürlich die Chance auch groß, dass ich hier auch mal einen richtig schönen Gewinn mitnehme. Und wenn das Ding, was wir gerade aufgebaut haben, zum Beispiel dann auch mal, warum denn nicht, hier wieder in Richtung dieser Hochs läuft, dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal einen richtig interessanten Trade. Und wenn der Markt dann, da können wir eben auch nochmal gucken, jetzt auf einen Wochenchart, ja, wenn der Markt, guckt mal, was hier auf der Abwärtsseite passiert ist. Wenn wir uns jetzt hier, auch wenn das nicht so schön aussieht, aber wenn wir hier eben doch auf der Long-Seite mal wieder etwas eskalieren sollten und wir unten unser kleines Mini-Risiko haben auf der Long-Seite und der Markt steht hier irgendwie in 2 Monaten hier oben, ja, was das für ein Potenzial ist, was dann drin steckt. Und das ist, ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Aber wenn man es nur oft genug macht und immer sein Risiko kontrolliert und immer schaut, was kann ich verlieren, die Positionsgröße entsprechend anpassen, wenn der Markt etwas für mich läuft, dann versuchen, das Risiko rauszunehmen. Das muss man immer wieder machen. Das ist immer wieder abspielen, abspielen, abspielen. Und irgendwann kommt der Trade, der einem dann richtig schöne Gewinne bringt. So, und meistens dauert das bei mir, ja, ich habe in der Woche schon so zwei, drei richtig gute Dinge, aber wie gesagt, es gibt auch manchmal Wochen, wo eben das ewig dauert. Und im Daytrading habe ich natürlich viel mehr Versuche, dadurch, dass ich Daytrader bin, als Swingtrader, aber nichtsdestotrotz hat man hier wirklich realistische Chancen, auf diese Herangehensweise oder mit dieser Herangehensweise im Endeffekt Geld zu verdienen. Kommen wir nochmal zum Gold. Da habe ich noch eine interessante Überlegung. Die hatte ich jetzt schon in diversen Webinaren und auch schon in meinen Livestreams mal vorgestellt. Moment, wo haben wir es? Zack, 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 hier. So. Long auf der Aufwärtsseite. Wir gehen mal auf den Wochenchart. Und wir sehen, dass Gold, das war 2012 hier wirklich aus dem 1800er Bereich relativ massiv nach unten kam, sich dann hier so langsam so ein bisschen bremste, aber nach wie vor die Abwärtsseite hier aufgebaut hat, dann mal wieder hochkam, runterkam und sich jetzt hier langsam wieder nach oben kämpft. Und wir hatten jetzt hier seit Anfang des Jahres, ähnlich wie im Euro-US-Dollar, wo wir auch gleich nochmal drauf schauen. Das gucken wir uns gleich auf kleiner Zeiteinheit nochmal an. Das erkennt man jetzt durch diese Widerstände und Unterstützungen, die hier aus den kleineren Zeiteinheiten drin liegen. Da erkennt man das jetzt nicht ganz so genau, aber wir sehen, dass hier prinzipiell als seit Anfang des Jahres eine Seitwärtszone entstanden ist. Der Markt prinzipiell seit Anfang 2017 von unten kommt, also aufwärts gerichtet war. Und wir generell in diesem Bereich hier um die Marke 13,80, zack. Zack, hier schon mal so ein bisschen überpaced, aber generell war der Bereich hier auch sehr, sehr interessant. Eigentlich, also nicht eigentlich, sondern massiven Widerstand haben, der jetzt schon hier mehrfach von der Unterseite getestet wurde und immer standgehalten hat. Und natürlich es irgendwann mal so weit ist, dass solch ein Widerstand bricht. Und das ist die Kernüberlegung zwischen der Long, zu der Long-Überlegung, die ich euch jetzt vorstelle. Ich habe mir überlegt, dass in dieser Seitwärtszone, die wir seit Anfang des Jahres haben, dass der Markt jetzt eigentlich hier drunter, wir haben den unteren Bereich, der ist so 13,08, 13,05, das war noch ganz oft Ziele, die wir hier im kürzeren Zeitfenster dann des Öfteren mal für Short-Überlegungen genutzt haben, da ist auch so massive Unterstützung. Also eigentlich sollte der Markt, wenn er denn das tut, was ich ganz gerne haben wollen würde, und zwar, dass wir dann dadurch, dass wir von unten kommen, jetzt hier quasi Kraft tanken, dann hier endlich mal nach oben ausbrechen. Also eine realistische Chance besteht, dass der Markt durchaus aus dem Bereich knapp unter 1400, wo wir uns aktuell befinden, ja, dass der Markt durchaus eine realistische Chance hat, in den Bereich 1500 bzw. vielleicht sogar 15, also 1550 zu laufen. Das ist eine sehr, sehr lange Swing-Trading-Idee, die zugegebenermaßen nicht innerhalb von 3 Tagen abgespielt wird, sondern logischerweise Wochen und Monate dauern kann. Aber auch so etwas bin ich eben bereit, dann mal zu machen, übers Jahr laufen zu lassen und dann eben entsprechend die Positionsgröße so klein zu wählen. Und ich bin ja jemand, der eigentlich aus dem Future-Bereich kommt, also mit Futures sehr viel handelt. Und solche Überlegungen muss auch ich dann, auch wenn das Konto teilweise dann eben ein bisschen größer ist, solche Überlegungen muss ich dann auch im CFD umsetzen, weil ich einfach hier mein Risiko viel, viel kleiner fahren kann als zum Beispiel mit einem Gold-Future.
Ja, hinzu kommt noch, dass eben hier in dem CFD die Möglichkeit besteht, diesen CFD endlos laufen zu lassen. Man hat im Future-Bereich ja immer noch mal diese Kontraktwechsel, wo ich dann auch noch mal dann im Prinzip immer den Kontrakt wechseln müsste. Also man hat ja schon diverse Möglichkeiten oder Vorteile im CFD. Also das ist die Kernüberlegung zu dieser Goldidee, die wir uns jetzt anschauen. Gucken wir dann mal auf dem 4-Stunden-Chart. Und ich ziehe das nochmal zusammen. Zack. So. Also das ist das Bild jetzt hier, was wir uns gerade auf dem Wochenchart angeschaut haben, im 4-Stunden-Chart. Und das hier in etwa ist dieses Viereck, was ich gerade eingezeichnet habe. Wir sehen, dass wir hier, guckt mal hier unten, das ist der 5. Januar, also Anfang Januar, im Prinzip seit Anfang diesen Jahres befinden wir uns in einer sehr volatilen, aber dennoch, Moment, das sollte jetzt kein Viereck werden, aber dennoch stattfindenden Seitwärtszone, ja, die hier mehrfach, wenn hier mal ein bisschen weniger, jetzt mal wieder oben, mehrfach eben wirklich hin und her ging. Und wir sehen, dass hier unten dieser Bereich, ich sagte ja schon 13,08, 13,05, das waren dann immer so Ziele auf der Abwärtsseite, dass hier unten eben Unterstützung herrscht. Was jetzt zu dem Schluss führt, ich möchte ja das Ding auf der Aufwärtsseite handeln. Und oft ist es so, wenn solche Bereiche auf der Aufwärtsseite eben durchstoßen werden, dass dann eben oft das auch mit Schmackes passiert, manchmal auch mit Gaps passiert, übers Wochenende oder was auch immer, also dass dann eben solche Sprünge nach oben passieren. Somit ist es für mich interessant, dass ich solche Breakouts auf der Aufwärtsseite schon antizipiere, also dass ich schon in dieser Seitwärtsphase jetzt dann irgendwann mal auf den Gedanken komme, okay, ich kaufe den Markt, wenn dann anfängt stärker zu, also wenn es anfängt stark zu werden in solch Seitwärtsphase. Und das war das nehme ich nochmal kurz alles raus hier und zeichne das jetzt nochmal ein, um das jetzt zu sehen. Das war hier vergangene Woche der Fall, wo wir eben dann angefangen haben, Stärke zu bekommen. Das sollte kein Kreis werden, sondern ein Pfeil, wo der Markt dann anfängt, stark zu werden. Ja, und solche Trades handle ich ja dann eben nicht jetzt hier auf einem 4-Stunden-Chart, sondern wichtig ist mir, dass ich unterhalb dieser orangenen Linie, die ich hier gerade eingezeichnet hatte, oder dieses orangenen Vierecks im Prinzip in den Markt komme. Ja, den Stop, ihr seht das, den habe ich unter diesem orangenen Karree, weil ich davon ausgehe, dass eben dieser Bereich hier unten Unterstützung bietet und der Markt da eben gar nicht mehr hinkommen sollte. Ja, somit der Stopp nochmals mit einem Puffer darunter und dem Ziel 1500 bzw. 1550 auf der Aufwärtsseite. Somit entschied ich mich vergangene Woche hier meine Long-Überlegung rein oder meinen Long-Trade reinzulegen. Das ist dann kurzfristig betrachtet ein wahrlich schlechter Punkt gewesen, weil ihr seht, also der Markt baute ja hier stärker auf. Wir haben dann auch aufwärts, abwärts, aufwärts, Bruch dieses Hochs und ich entschied mich hier long zu gehen und das dauerte wirklich nur ein paar Minuten, bis der Markt direkt wieder ins Minus kam und dann hier erst mal wieder wunderbar nach unten lief. Jetzt aber dann eben die Stärke findet und somit ist aktuell diese Position dann auch im Plus. Aber nach wie vor kann diese Überlegung natürlich, wer Lust und Laune hat, wie gesagt, das ist keine Empfehlung, das muss nicht funktionieren. Aber dass eben so ein Bruch nach oben jetzt hier schon nicht so unwahrscheinlich ist und durchaus stattfinden könnte und somit hier das wirklich interessant wird auf der Aufwärtsseite und auch das vielleicht mit kleineren Stops auch durchaus mal interessant wäre, hier in Richtung dieses Breaks wenigstens zu handeln. Allerdings bin ich halt jemand, der nicht so gerne in solch Seitwärtszonen dann seine Stops reinpackt, weil selbst so ein kleiner, ja, also wie gesagt, wir haben ja hier diese Schiebezone, das hatte ich eingezeichnet. Und jetzt hier irgendwo seinen Stop reinzupacken, wir sehen es ja, ich bin eingestiegen, der Markt kam schon nochmal ordentlich zurück, aber ist ganz locker in dieser Seitwärtszone geblieben, um dann hier eben jetzt wieder die Reise nach oben also anzutreten und jetzt idealerweise dann auch langsam mal den Weg nach oben macht. Und wenn wir hier rausbrechen nach oben, dann fange ich an, dann auch meinen Stop zu verringern. Hier den Stop dann langsam nachzuziehen mit dem Gedanken, dass wenn dieser Break kommt, dieser dann auch idealerweise nachhaltig ist und dann eben nach oben der Markt wegfeuert. Das mal so eine Überlegung zum Gold, die ich hier langfristiger Natur hege oder die ich hier langfristiger Natur im Markt drin habe. Und man kann hier durchaus, und da wird es auch noch diverse Möglichkeiten geben, wenn der Markt jetzt hier nochmal zurückkommt, zu kaufen. Man hätte jetzt auch schon, wie gesagt, die Bewegung oder die Überlegung steht ja schon ein bisschen, dass ich hier dann auf jeden Fall noch diverse Möglichkeiten höchstwahrscheinlich habe, in solche Positionen oder in diesen Trade reinzukommen. Und man hatte hier ja jetzt auch schon einige Tage die Möglichkeit,
noch günstiger in diese Überlegung reinzukommen. Ja, das jetzt mal zum Gold. Dann schauen wir abschließend, also wenn ihr noch Nöte, Wünsche, Anträge habt zu irgendwelchen Märkten, dann gerne rein in den Chat damit. Ansonsten schauen wir jetzt hier, Moment, da, meine Maus, uns nochmal kurz den Euro und den britischen Pfund an. Wer von euch vielleicht meine Trading-Wochenanalyse am Wochenende, die ich dann auf dem YouTube-Kanal hier von JFT Brokers immer online stelle, schon mal sich angeschaut hat, wer auch vielleicht in den Livestreams von mir immer mit dabei ist, der weiß, dass ich aktuell im Euro-US-Dollar zwar noch unterwegs bin, aber nur noch mit einer ganz, ganz kleinen Positionsgröße. Warum? Wie gesagt, ich bin ja prinzipiell Daytrader und ihr seht, dass der Euro-US-Dollar hier ähnlich wie das Gold in einer, Moment, muss ich nochmal kurz was einstellen, Moment. So, da bin ich wieder in einer, zack, Seitwärtsphase verharrt. Das ist ähnlich wie im Gold. Wir haben seit Anfang des Jahres hier im Euro-US-Dollar eine Seitwärtsphase, in der natürlich dann auch diverse Trendphasen eingetreten sind. Ja, aber wir sehen, dass jetzt in den kürzlichen Vergangenheit diese Trends hier immer kürzer und schneller wurden. Ja, dann ging es hier nochmal hoch, wieder runter und wir hier immer ungemütlicher wurden. Ja, was dann dazu geführt hat, dass ich dann, wo ich erkannt habe, okay, der Markt, der will halt hier auch auf der Aufwärtsseite nicht mehr so weiter, dann habe ich hier vorne irgendwann entschieden, ich handle den Euro-US-Dollar nur noch mit der Hälfte der Positionsgröße, bis ungefähr, zeichne ich mal ein, ja, es war also schon noch letzte Woche, bis ungefähr hierher habe ich auch noch im Euro-US-Dollar nicht unerheblich Gewinne produzieren können. Ich hatte hier auch mal einen schönen Trade auf der Aufwärtsseite, was ordentlich Gewinne produziert hat. Dann ging es hier aber los, dass ich einen Trade Break-Even, einen Trade mit einem vollen Verlust eben um die Ohren bekommen habe, also mit meinem Initial Stop sozusagen. Trotzdem ja noch hier langfristig gesehen im Euro im Plus bin, aber hier jetzt dann schon die Anzeichen, nicht nur aufgrund des Marktes, sondern eben auch aufgrund der Trades im Euro von mir, ich gemerkt habe, irgendwie läuft das Ding nicht mehr so, wie es soll. Ja, die Tagesschwankung ist von Tag zu Tag, geht immer weiter runter. Das wird wirklich uninteressant. Ich habe mich dann entschieden, hier nur noch erstmal ein Viertel der generellen Positionsgröße zu handeln. Also nur noch mit wirklich kleinem Risiko, weil hinzu kam dann auch noch, dass der Euro-US-Dollar hier auch so eine Seitwärtszone in der Seitwärtszone im Prinzip ausgebaut hat. Und das ist der Bereich ganz grob 23,50 bis hinab in den Bereich, also wir sehen das hier, in den Bereich ungefähr 22,70, wo wir eben auch des Öfteren hin und her gependelt sind. Dann kam mal der Break nach oben, dann kam mal der Break nach unten. Und prinzipiell war es in der Vergangenheit bei mir so, dass ich oberhalb dieses Bereiches eben dann immer mal die Aufwärtsseite versucht habe. Ja, und wie gesagt, das hat dann auch des Öfteren ganz gut funktioniert und unterhalb dieses Bereiches dann versucht habe, die Abwärtsseite zu handeln, teilweise dann auch schon mal in dem Bereich versucht habe, diesen Break nach unten zu antizipieren. Wir sehen hier auch immer mal wieder Pfeile auf der Abwärtsseite, wo dann im Prinzip die Überlegungen auf der Abwärtsseite waren, aber nichtsdestotrotz sieht man, dass hier das alles nicht so richtig funktioniert hat. Und wir jetzt erneut, nachdem wir abwärts gelaufen sind, wir hatten dann auch immer mal den 1,22er Bereich hier unten auf der Abwärtsseite als Ziel, der wieder in den Bereich reingelaufen ist, der Markt hier wieder in dem Bereich war und jetzt erneut auf der Aufwärtsseite ausgebrochen ist. Und somit ist natürlich jetzt erneut auch die Aufwärtsseite auf irgendeine Art und Weise interessant. Allerdings eher defensiver Natur. Und hinzu kommt noch, dass ich den Euro, dass der Euro ja von der Tendenz her auch ähnlich dem britischen Pfund läuft und somit hier erstmal aktuell, um es abzukürzen, ich erstmal keine grundlegende Idee habe, im Euro zu kaufen, aber der britische Pfund läuft ähnlich, wir hatten hier ähnlich so eine Schiebezone, der läuft allerdings etwas sauberer hier noch im Trend, was jetzt auch dazu führte, dass ich hier im britischen Pfund ganz gerne eben den Markt kaufen wollte, oberhalb von 1,40, oberhalb von 1,41. Das hat leider Gottes nicht so richtig funktioniert, weil wo der Markt dann hier anfängt, Stärke aufzubauen, und ihr wisst ja jetzt, in der letzten Stunde habe ich es ja auch erklärt, dass ich hier ganz gerne auf Rücksätze abwarte, um dann eben zu kaufen. Ja, und hier dann auch schon gestern gesagt habe, ich würde es eigentlich ganz gerne sehen, dass der Markt wenigstens in den 1,41er Bereich zurückkommt. Jetzt haben wir kaum einen nennenswerten Rücksetzer gemacht, sind direkt hier weitergelaufen und nach wie vor würde ich ganz gerne diesen Rücksetzer, dadurch, dass wir hier auch unterstützendes Niveau haben,
ja, würde ich ganz gerne den Markt in dem Bereich 1,41 kaufen wollen. Dazu müssten wir natürlich jetzt erstmal wieder ein ganzes Stück runterkommen. Aber dadurch, dass wir schon so gut gelaufen sind, ist das hier auch gerade aus Swing Trading Sicht für mich notwendig, den Markt dann eben nochmals abzuwarten, dass der Markt hier auf der Abwärtsseite nochmals etwas Bewegung zeigt, um dann hier mit dem generellen Trend auf der Aufwärtsseite irgendwo mitschwimmen zu können. Wir sehen, der Markt kam auch generell von unten. Will vielleicht, und das setze ich dann auch so langsam jetzt irgendwann mal wieder voraus, auch für Swing Trading Ideen, dass er wenigstens das Potenzial hat. Und wenn wir jetzt hier abschließend das nochmal einzeichnen, wenn wir jetzt hier eben diesen nötigen Rücksetzer in den 1,41er Bereich abwarten und dann eben es eben re als realistisch, und das ist definitiv so, dass hier dieses Hoch in dem Bereich 1,43,50 in etwa angelaufen werden kann, dann haben wir hier definitiv 250 Pips Chance. Und wir müssen hier aus Swing Trading Sicht in etwa so 70, 75 Pips Risiko setzen. Da müsste man gucken, ob man hier dann eben charttechnisch auch noch einen Punkt findet. Ansonsten in etwa so 60, 70 Pips Risiko. Und zu 250 Pips habe ich dann natürlich ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis als 3 zu 1. Und dadurch, dass der Markt generell aufwärts gerichtet ist, ist das jetzt eigentlich das, worauf ich aktuell warte. Und solch Unterstützungsniveaus würde ich dann auch im Daytrading handeln. Da natürlich nicht mit so großen Zielen, sondern mit kleineren Zielen und kleineren Stops dann natürlich auch, um dann hier auch im Daytrading entsprechend solche Bewegungen zu folgen. Gut, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wir haben schon wieder 16 Uhr. Wir haben die Märkte alle abgespielt. Ich hoffe, ihr konntet so die ein oder andere Sache hier mitnehmen aus meinen Ausführungen und auch aus meiner Denkweise, aus meinem Trading-Stil und aus den Überlegungen. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst einfach mal wieder hören. Und ich denke, dass ich ja auch die Devisenradare des Öfteren mal wieder übernehmen werde. Ansonsten seid ihr herzlich eingeladen zum DAX Long oder Short am Morgen, zum Livestream DAX Long oder Short oder zur US Opening Bell am Nachmittag hier Livestream von mir dabei zu sein. Oder eben auch Swing-Trading-Ideen, die ich hier teilweise mal vorstelle auf dem YouTube-Kanal und so weiter. Auch am Freitag, wer von euch vielleicht auf der Invest ist, der Chris Kämmerer und meine Wenigkeit werden am Freitag auf jeden Fall auch auf der Invest sein. Wer da Lust und Laune hat, mal vorbeizukommen. Ich werde dort auch ein Live-Trading mitmachen auf der Hauptbühne, wo das genau ist und zu welchen Uhrzeiten könnt ihr aus dem Programm entnehmen. Ich glaube, es ist irgendwie dreimal am Tag, anderthalb Stunden oder so. Also wer da Lust und Laune hat, kommt gerne mal vorbei. Dann könnt ihr mich und den Chris Kämmerer auch mal persönlich kennenlernen und mal, wir können mal die Hände schütteln und mal ein bisschen fachsimpeln. Und ja, ansonsten wünsche ich euch gute Trades. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.